Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dominikon, das schwarze Auge. Ich habe jetzt ein bisschen länger Pause gemacht. Wir haben uns die Unterhaltung mit unserem Vater haben wir abgeschlossen. Soweit mag ich mich noch erinnern. Ich kann hier so auf den Dings, ohne die Krug umzuwerfen. Okay. Soll mit denen reden? Nein. Okay. Damit könnte ich nicht einmal einer Großmutter Angst einjagen. Okay. Hast du so nicht weitergeholfen? Damit bestimmt nicht. Also weitersuchen. Also gehe ich den ganzen Raum ab. Oh, da ist was. Endlich. Damit verteile ich dem Kerl die Zähne auf dem Boden. Okay, wie war denn da nochmal das Questbuch aufrufen? Das war auf L, das ist ja links alles. Eine neue Heimat. Was ist das hier? Das ist die Beschreibung. Er wurde entführt. Ich hatte die Varunka vereint. Ich hatte die Dämonen auf dem Markt besiegt. Und dann kam Falk. Präsentiert der Menge den Beschwörer und beanspruchte mein Ruhm. Doch die Hochzeit, die er zur Feier des Tages sofort halten wollte, war nur ein hohles Symbol. Falks Mutter zwang Kalandra, ihre Seele den Dämonenmeister Borbarat zu verkaufen. Um mich, um Vater zu schützen, ging Kalandra mit ihr. Doch nun kenne ich den Namen der Schurkin. Azariel. Gut, Fortschritt. Kalandra wurde entführt. Naja, ein toller Fortschritt, würde ich sagen. Aber weiter, geht's noch weiter? Nein. Kann ich irgendwie? Doch, geht's noch weiter. Also, abgeschlossene Questabschnitte. Gut. Also, das haben wir so alles erledigt. Also, oben zeigt er den aktuellen Stand. Gut. Offenbarung. Dieser Gitterstab ist kein Schwert, aber ein Schädel bricht er allemal. Jetzt muss der Rondrianer da draußen nur noch wütend genug werden, um die Zellentür zu öffnen. So, okay, ich soll ihn jetzt provozieren. Das ist eine ganz gute Idee, würde ich sagen. Gehen wir wieder ordentlich auf die Schnauze. Wie sieht denn das aus? Sind wir jetzt bewaffnet mit dem Stück? Rostige und kein Wurfmesser. Einmal kein Wurfmesser. Das ist toll. Köstlich. So, rostige. Aber die Rüstung haben wir uns noch erhalten, ja? Abgenutzte. Rostige Ketten. Das ist alles so. Hatten wir nicht schon längst bessere Sachen? Haben wir uns die guten Sachen weggenommen? Wir haben fast nichts mehr. Wir sind total leer. Wie scheiße ist das denn? Ah, fuck. Komm her, du Arsch. Hör zu. Ich werde mich nicht mit dir unterhalten, Schurke. Habe ich nicht. Es ist doch absurd, dass wir hier sitzen. Schaut mich an. Ich habe den Heshtod auf dem Markt besiegt. Glaubt ihr wirklich, dass ich in diese Zelle gehöre? Falk von Arivor glaubt es. Und sein Wort genügt mir. Ja, unter Falk hat man es natürlich leichter als unter dem strengen Zen-Meister. Die Leute reden ja so viel wirres Zeug. Es wäre sicher viel zu anstrengend, dahinter immer gleich einen Erzdämonen lauern zu sehen. Die Varunker haben viel gelitten. Sie sollten nicht dafür bestraft werden, dass sie überleben wollten. Oh, so verweichlicht seid ihr schon. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass Falk auch einen entspannten Kompromiss mit den Nekromanten aushandelt, wenn sie eines Tages zurückkommen. Doch, das wird ihm sicher gelingen. Mit Nekromanten versteht er sich ja ganz gut. Schweig still! Ja.
Ich fand es sehr merkwürdig, dass Herr von Arivor bereits am Praios-Tempel stand, als der Beschwörer dort aufgetaucht ist. Er hätte diesen Beschwörer auch viel früher erwischen können. Warum meint ihr, hat er mir den Vortritt im Kampf gegen ihn gelassen? Aber merkwürdigerweise ließ er euch alle in der Weststadt nach dem Beschwörer suchen, um ihn dann als Schuldigen zu präsentieren, nachdem der Dämon besiegt war. Auf mich macht es den Eindruck, als sei das Auftauchen des Beschwörers ein abgekartetes Spiel gewesen. Du solltest dich selbst reden hören. Erwartest du wirklich, dass dir irgendjemand diese Geschichte glaubt? Das ist doch absurd, dass ihr mich bewachen müsst. Ich habe gerade die Stadt gerettet und ihr habt sie von den Nekromanten befreit. Du hast Rondriana getötet. Man sollte dich sofort hängen. Wir stehen auf derselben Seite, glaubt mir. Es ist wirklich wichtig, dass ihr mich freilasst. Zugegeben, den Gerüchten über deine seltsamen Zauberkräfte schenke ich auch keinen Glauben. Aber Befehl ist Befehl. Aber keine Option hier, da fehlen uns einfach der Rang für. Machen wir das. Warum sollte Falk von Arivor Interesse an einem Flüchtlingsmädchen haben? Ob das etwas mit seiner Vorliebe für arme Huren zu tun hat? Was willst du damit sagen? Mich hat es erstaunt, dass Arivor im Bordell ein- und ausgeht und sich nebenbei dazu erdreistet, ein anständiges Mädchen zu freien. Von Zeit zu Zeit werden wir alle schwach. Deine Schwester wird darüber hinwegkommen. Nur das hier. Ich bin auch in diesem Bordell gewesen. Falk hat es mir empfohlen. Deine Bettgeschichten interessieren mich nicht. Als ich ankam, wollte der Bordellbesitzer alle Huren zu Untoten machen. Ich habe davon gehört. Der Schuldige wurde im Konflikt zwischen Garde und Kartell getötet. Nein, er war nur ein Handlanger. Der Schuldige war Falk von Arivor. Und die Huren zu Untoten zu machen, war seine Idee. Schweig still! Falk von Arivor hat meine Schwester verprügelt. Wusstet ihr das? Seine eigene Braut. Dabei wollte sie ihn nicht mal heiraten. Sie wird es verdient haben. Ich wette, eure Ehre endet ebenfalls an der Wange einer Frau, was? Oder eher an einem anderen Körperteil? Wartet mal. Langsam begreife ich, warum Rondra so oft nackt dargestellt wird. Wie widerlich! In welchem Behälter fangt ihr denn diese ganze Ehre auf, die ihr in euren Gottesdiensten sammelt? Das ist Blasphemie! Ich werde nicht länger dulden, dass du Rondras Namen in den Schmutz ziehst! Oh oh. Eure Katzengötzin macht mir keine Angst. Los, tötet mich. Die dunkle Mutter wird mich aufnehmen. Ich werde als Albtraum zurückkehren und eure Seele fressen, während ihr schlaft. Für die Göttin! Für Rondra! Ich habe gar keine Heilung hier. Müssen wir wieder reinkommen. Das ist halt schwierig, glaube ich. Ah, erwischt. Müssen wir nochmal machen. Ah, schwierig. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. So, nochmal. Nochmal. Ladebildschirm. Schön. Da hängt das auf einmal. Scheiße. Ja, schneller geht's. Wie blocken wir?
Ich weiß gar nicht mehr, wie es mit Blocken ging. Ich hab's vergessen, alles schon. Zu lange her, das Spiel. Was ich zuletzt gespielt habe. Ich weiß auch nicht mehr. Was für Blocken. Ja, das wird jetzt öfters kommen. Das wird jetzt leider öfters kommen. Ach, Mann. Ich weiß nicht mehr, was Blocken war. Aha. Ach man, das gleiche Idee habe ich. Aha, was blocken. Ich weiß nicht, was blocken ist. Oh, jetzt laufen wir ein bisschen durch die Gegend. La la la. Als ich es eingefriere, ist nicht lang genug. Und der Hau macht richtig Schaden. Ich habe keine Möglichkeit zu blocken. Ja, ich weiß nicht, wie man blocken kann. Ich kann das irgendwie nicht. Ich will das aber blocken. Oh Mann, ist das nervig. Noch erstmal da lang. Ja. Ah, kommt rum, Scheiße. Ne, komm ich hier wieder hin? Hä? Na? Hehe. Na komm schon. Keine Möglichkeit, ihn irgendwie. Nein, der ist einfach besser wie ich. Kann man da Waffe nehmen? Boah, Waffe. La 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 la. Ah, haben wir schon. Mein Schwert ist einfach schärfer. Ah, Mann. Krieg ich nicht zu packen. Nervig. So ganz ohne Waffe ist das Kacke. Ein Stück Eisen ist Kacke. So, haben wir hier. Hier können wir nichts machen. Blocken. Nicht, oder? Nein. Ja, kommt ordentlich. Also hier ist nicht wie im Saal, dass sie da sich selber im Weg stehen oder so. Das klappt hier nicht. Uah. Schöne Falle. Schön. Das ist schön. Herrlich. Oh Mann. Ich glaube, ich unterbreche die Aufnahme gleich und dann mache ich dann weiter. Na, klappt nicht. Was rum? Ah, ich geh weg auf meinem. Der haut gerade zu.
schöne Bewegung dann. Und weglaufen. Ah, nicht geklappt. Mann, der ist schneller Weg. Ich brauch so lange zum Aufladen alles. Und ich bin schon wieder fast tot. Komm, komm, komm. Oh, Scheiße. Ja, fast gehabt. Wir hatten ihn fast gehabt. Aber ich glaube, zuschlagen, weglaufen, das ist immer so die einzige Möglichkeit. Irgendwie habe ich nicht die Möglichkeit zu parieren. Das funktioniert nicht, ich weiß nicht. War doch hier E oder Q, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall näher der WASD-Tasten. Aber es funktioniert nicht. Ich kann mir so ein Stück Eisen kann ich nicht blockieren. Ei, ich habe gleich den ersten Schlag gelassen. Das ist ein ganz dober Fehler gewesen. Bewegung bleiben, Bewegung bleiben, so. Ah, der ist schneller wie ich. Seht ihr das? So. Irgendwie rollen. Wie waren das mit den Rollen noch? Verdammte Scheiße. Wie rollt er nicht? Wichser. Er rollt nicht. Scheiße. Der Penner rollt nicht. Das habe ich schon wieder verloren. Weil er nicht ausweicht. Komm nicht weg. Diesmal komme ich nicht weg. Vorhin hat es geklappt. Jetzt komme ich aber nicht mehr weg. Er hat nicht reagiert einfach nicht. Auf meine Tastatur hämmern, wie ihr bestimmt gehört habt. Und es geht nicht. Es funktioniert nicht. Obwohl er eigentlich rollen sollte, tut er nicht. Er tut das einfach nicht. Das fuckt mich schon wieder an, das Spiel. Obwohl das auf ultra leicht steht. Das steht auf Kindergartenstufe. Und man kommt nicht weg. Hey, das funktioniert wieder nicht. Nein, boah, der haut immer mehr rein. Der macht immer mehr Schaden wie wir. Wir sind zu langsam. Ich kann hauen, wie ich will. Das haut nicht hin. Wir sind schon wieder tot. Das können wir vergessen. Gebracht. Kann ich zaubern? Na super. Ich vergesse die WASD-Taste auszudrücken. Das ist doch ein Problem. Alleine die Rolltaste drücken bringt überhaupt nichts. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht gelaufen, der Kampf. Aber es ist, Hand-Maus-Klick und so Koordination, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ah, es ist verfickt. Und ich wollte eigentlich nur die Storyline durchspielen, das ist alles kacke. Man muss sich hier doch stundenlang mit den Kämpfereien abquälen, obwohl man auf Stufe leicht gestellt hat. Das ist echt scheiße. Genau, und dann hier gleich, zack. Und dann hier, gleich wieder wegrollen. Bis eins wieder zur Verfügung steht und dann gehen wir wieder, zack. Und dann wieder wegrollen. Hä, da hängt er. Ja.
Hallo? Hau hin, Penner! Ha! Mann! Der haut nicht zu, der Wichser! Oh, das hast du gut gemacht. Feige Mistsau. Oh Mann, da hast du eine Luftnummer, der Penner. Oh, muss aufpassen. Weg, 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 weg. Ah, zu langsam. Mann, da bewegt sich wie ein alter Oger. So, jetzt halt, los, komm. Oh, pff. Fick dich. Scheiße. Nix. Nun, na toll. Also seine Rüstung können wir nicht schnappen. Da war irgendwie eine Falle. Was haben wir hier noch? Ja, hier war nichts mehr. Ja, irgendwas. Ist auch nichts. Da gehen wir gleich durch. Was ist hier mit dem? Kann man da was mit anfangen? Nein. Können da uns kein Schwert nehmen. Da hängen da 1000 Schwerter und wir nehmen uns kein Schwert davon. Hier war irgendwo eine Falle. Da, ne? Da war eine Falle, ja, ja. Wie wir die Falle deaktivieren, das weiß ich nicht. Ja. Sieht man schon anhand der. Gehe ich nicht durch. Ich muss nachher nochmal kämpfen, wenn ich Lust. Aha. Aber sonst ist hier nichts. Aha, guck mal an. Kann ich nicht entschärfen, bin nur die Rang 4, alles klar. Wissen wir Bescheid, ne? Wieder zurück. Mann, oh, ist das nervenaufreibend. Ist das nervig. Vor allem, wenn man die Szene immer wieder und nochmal und nochmal. Oh, das ist dann echt ätzend, wo man eigentlich. In einer einfachen Stufe spielen, wo man eigentlich die Story nur erleben möchte. Kann die Tür nicht aufmachen, interessant. Hier sind aber Kisten. In dieser Kiste sind die Sachen, die dir die Ronianer abgenommen haben. Sehr gut. Okay. Jetzt sind wir wieder ausgestattet. Schwarzes Schwert und Wurfmesser, alles klar. Gift in der Schnitzer. Was hat der? Wir haben jetzt den hier, ne? 4 Trefferpunkte. Und dieser hier? Schickt gar nichts, das kann man da machen. Ist das nur zum Verbessern? Anscheinend ist nur zum Verbessern. So, Schnittklinge. Okay, das ist ja nicht. Aber man kann ihn stecken, ne? Da kann man was reintun. Fügt jedem Gift noch die ein oder andere Infektion hinzu. Das ist schön. Tun wir mit Schleifvorgang. Ja. Können wir mal mitnehmen oder benutzen. Eine rostige Eisenstange. Ja, die kann ich eigentlich wegschmeißen. Ausrüsten, dann plündern. Ach, plündern heißt, ist wegschmeißen oder was? Ach, Splitter, Splitter, ich hab falsch gemacht. Ich wollte das benutzen. Warum habe ich die Sache jetzt hier irgendwo hingelegt oder wo liegen die jetzt? Hier sind wir da. Wo liegen die Sachen jetzt? Hier? Ah. Ja, da sehe ich. Wenn ich das anwenden will.
Müssen wir ausrüsten. So. Und fürs Messer brauche ich nicht. Angelaufene Güllschnelle brauche ich auch nicht so dringend. Dreimal fertige Zauberkreide. Brauchen wir nicht. Bandpunkt, von der Verschwörungskreuz. Mhm. Kann man nichts machen. Das müssen wir auch wieder ausrüsten und mal gucken, wie wir das irgendwie anwenden können. Das müssen wir mal rausfinden. Auges beschwörst du das? Weiß ich nicht. Auch nicht. Oh Gott, wir haben so viel Kram. Schleifstein, ausrüsten ist nur da. Eisenstange. Könnt ihr auch wegschmeißen einfach. Bitte wegschmeißen. Ja, ausrüsten will ich sie nicht. Da kann ich gar nicht dranbleiben, alles klar. Achso, nee, ich wollte nochmal gucken. So. Wie kann man das anwenden? Schmieden. Aber kann ich hier nicht schmieden. Na super. Das ist eine Waffe. Ah, das geht. Ach, ja. Kupferprügel. Achso. Ah, nee. Das war wechselndes Schwert. Nein, dann bleiben wir der Waffe. Ich wollte die Waffe nur verbessern. So, das ist. Kupferprügel. Ja, klar. Da kann ich den hier eigentlich wegpacken. Die brauche ich nicht. Auch dieses Schwert brauche ich nicht hier in der Mitte. Nur das hier. Muss ich rausfinden, wie man das schmieden kann. Okay. Ich kann doch nicht schmieden. Okay. Sieht mit Klamotten aus? Habe ich jetzt auch. Rostige Ketten. Rostiges Kettenärmelchen hier. Armschild. Kettenärmel. Rostig vor allen Dingen. Ja, ja. So, weg. 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 Was ist das hier? Bequem, was haben wir hier? Rüstung 3, Behinderung 2. Was hat der? Rüstung 3, Behinderung auch 2, aber Gabenschaden plus 3. Gabenschaden plus 3, was bedeutet das? Mit Nieten, das macht was her. Beeindruckt, vielleicht sogar Schwerter. Zauber, freie Zauberzeichen. Hubschmied Rang 2. Immerhin schräg. Schränkt er deine Bewegungsfreiheit nicht ein. Also da, also sonst tut er auch nicht, außer die Gaben. Torso-Rüstung. Wir können ja den mal anlegen, von dem lässt er sich ja noch verbessern mit zusetzen. So. Was haben wir hier noch? Balsamband. Wenigstens teilweise Heilung plus 1. Gut, können wir dran lassen. Wir haben Tränke. Verunreinigter Heiltrank, genau. Den tun wir dann auf 1. Was ist das hier? Ja, weiß ja. Ein Gift. Das machen wir nicht. Das Jucken lässt nach. Die Schwellung nimmt ab. Heilmittel. Wir müssen wir das nicht unbedingt haben. So. Ansonsten haben wir alles, ne? Okay. Soweit sind wir wieder ausgestattet. Alles klar, dann kommen wir hier weiter. Kommt, was kommen muss. Chiron, du bist es. Gleich beginnt der beste Teil. Ich wollte nicht zu spät kommen. Ich weiß. Wir beide mussten viel zu lange hierauf warten. Du bist stark. Deine Gabe ist mächtig. Wären die Umstände anders, du hättest der Letzte werden können. Doch dein Weg endet hier. Letzte Worte, bevor wir beginnen? Ein Gruß an Kalandra vielleicht? Wenn ich sie wiedersehe, kann ich ihr ein kleines Andenken in den Mund stopfen. Deine Finger zum Beispiel? Deine Zunge? Wo hat sie sie hingebracht? Antworte, und ich lass dir eine Stunde Vorsprung. Bedauere. Ich antworte nur Sieger. Schon wieder gekämpft. Männer! Er hat paktiert! Fasst ihn! Halt!
Ach, ich bin zu langsam. Ich bin also schon fast tot. Ich muss mal kurz weg. Wie war denn das noch mit dem Halt? Rangschiff. Ja. Und warten, dass es weg. Ah, warte mal, da war doch hier was. Hier, da gab es noch eine kleine Ecke, wo die überhaupt nicht klar kamen. Was hier, hier irgendwo? Ach, hier sieht man, klappt's nicht. Naja. Ein bisschen warten. Ich häng fest. Selber fest jetzt. Hat gut geklappt. Wie war das mit dem Wurfmesser noch? Hä? Wurfmesser war jetzt. So runter, das war so schon um gleich der Kampf. So, ich hoffe, ich muss nicht ganz von vorne wieder anfangen, wenn wir in den Gefängnis kämpfen müssen. Dann habe ich keine Lust mehr auf das Spiel, wenn das so sein sollte. Gucken wir mal. Ich hoffe, der hat zwischendurch gespeichert und nicht uns einfach wieder hier. Das ist mir wieder zu viel Kämpferei. Das ist zu wenig Story, das ist aber nur wieder rumgeschnitzelt. Das nervt einfach nur. So, okay, hier haben wir noch eine Kiste hier. Gehört das mal mit. Und dann. Hier holen wir mal eben schnell die Heiltränke. Heiltrank. Oh, nein. Wo ist das jetzt hingetan? Ist das einfach nur Heiltrank? So. So, das tun wir auf 1. Benutzen, ich auch benutzen. Nee, will ich nicht benutzen. Aber ich müsste mich erstmal heilen. Das ist echt ein Problem. So. Ist denn noch was? Aber wir haben Punkte zu verteilen. Das sollten wir vielleicht auch tun. Angriff mal ein bisschen steigern hier. Verteidigung. So. So. So, können wir nichts machen hier noch was? Ne, können wir auch nichts machen. Haben wir alles verbraucht. Generierungspunkte können wir noch einsetzen. Wo können wir Generierungspunkte einsetzen? Wo waren, landen die denn in der Regel? So, also auch nochmal Abenteuerpunkte, ist klar. Was soll das? 450, ja, noch okay. 150, können wir das noch nehmen? Zack, fertig. Alles klar. Das bedeutet dämonische Aura. Mhm. Was soll das gewesen? Dämonische Aura, achso. Pesthauch. Ja, logischerweise da. Achso, das ist schon auf 4. Okay, das ist schon vergeben. Und das ist auf 1. Das hätten wir vielleicht mal verbessern. Das kostet 300 Generierungspunkte. Ja. 1 übernehmen. Ah. Versuchen wir es nochmal. Ah, es ist zurück. Ah, schon falsch. Falsch gegangen. Ja, falsch gegangen. Hier müssen wir nochmal durch. Ja. Ist gut geklappt. Genau, dann haben wir hier alles geplündert. Dann geht es hier weiter. Ja. Können wir sehen, wie wir drauf sind? Alles auf 100%? Ja, alles auf 100%. Wunderbar, okay. Kann
Kann man irgendwie speichern zwischendurch hier? Speichern irgendwie? Wir haben keine Speichermöglichkeit. Nein. Kann nicht speichern. Ah, jetzt müssen wir ein Geschwätz abgeben hier. Okay. Jetzt überspringen? Kann man nicht überspringen. So, bla bla bla. Dann räumen wir jetzt mal ein bisschen weg. So. Ja, ja. Was denn werden? Passiert nichts. Ah, 503. Hä? Soll ich Wurfmesser werfen mit 3? Soll ich das probieren? Hat nicht funktioniert. Ja, funktioniert zu dich dran. Ich muss mal weg hier. Und dann. So. Ein paar Mal tot. Wir jetzt experimentieren ein bisschen noch sogar. Oh, hey, ich liege schon am Boden, Feigling. Du bist gestorben. Naja. Oh, es ist auch wieder zu spät. Ich muss aufhören. Das ist aber tragisch. So sehr tragisch. Und ich muss alles nochmal neu ausrüsten. Sehr nervig. Muss alles neu machen. Sehr nervig. Sehr nervig. So, weg. So, weg. Weg. So. Dann haben wir hier. Also das hier ausrüsten. So. Dann das weg, das weg, das weg und das weg. So, das andere ist ja ausgerüstet, das bleiben wir, ne? So, das haben wir hier angelegt, ne? Ja, das ist ausgerüstet. Ausgerüstet, so. Okay, dann gehen wir hier weiter. Das war auch. Und eigentlich der Heiltrank tun wir auf die 1. Das war's dann auch schon. Schwarze Schwert, dann sind wir auf ein schwarzes Schwert auf 1. So. Gift, ah ja, sehr schön. Was ist das? Okay. So. Heute können wir ihn nicht anwenden. Heim. Achso. Das ist für, ne, das können wir noch auf 2. Aber wir müssen das nachher so, wir sterben ja so 1000-fach noch. Dass man das nicht speichern kann, das ist sehr lästig. Dass man das an dieser Stelle nicht speichern kann. Das ist wirklich sehr lästig, so. Hm.
Und das geht leider nicht. Schmieden können wir jetzt nicht. No. Geht leider nicht. Schade. So. Dann versuchen wir es nochmal. Ah ja. Ich kann mir leider nicht überspringen. Chiron. Oh gut, Matsch. Du bist denn gleich. Matschtexturen, das lieben wir. Doch dein. Deine Finger. So. So. Bewegung bleiben. Komm. Hat funktioniert. Mal vergiften. Das sind eigene Leute. So ein Schwein. So. Weg da. Mann. Und klar, dass er natürlich ein bisschen mehr drauf hat. Beide weg und dann muss ich mal Schiff halt nehmen. So. Oh, was wäre ich in die falsche Richtung machen? Boah, ich bin verlangsamt. Wo an hier? Ich hab mich verlangsamt, die Sau. Ah, weg, 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 weg. Komm her, du Feigling. Jeden Treffer einstecken. Wow. Was hat er denn davor? So. Über diese ekelhafte schwarze Brühe hier. So, wo ist er denn? Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. So. Wieder. Und nebenbei. Ah, volle Treffer, die Sau.
Mann, ist das schnell. Eine Sturmattacke. Was brauchst du denn rein? Wo ist er denn? Ein bisschen. Ach so. Wow, überall dieses Zeug hier. Was ist das? Feigling. Schau hier hin. Geht nicht. Hat er schon wieder voll aufgeladen, die Sau. Jetzt ist es langsam. Mach ich mich eigentlich auf, wenn ich hier reinlatsche? Sterbe ich nicht, ich sterbe ja noch. Bin fast tot. Muss ein bisschen warten, bis ich mich regeneriere. Hoppala. Ging fest. Ärger. Ja. Scheiße. Wo starte ich? Hoffentlich nicht von ganz von vorne. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dass man nicht speichern kann, das ist echt kacke. Nö, ach komm Leute. Ne, komm. Ja Leute, das war's. Keine Lust mehr. Fuck you, das Spiel. Also das ist doch ätzend. Nee, da habe ich keine Lust zu. Man kann hier nicht
speichern, das ist kacke, man muss wieder alles von vorne kämpfen und ich will die Story erleben, ich will das ganze rumgekämpft, das finde ich einfach kacke. Also ich habe es auf eine Stufe gestellt, wo es eigentlich so sein sollte. Stufe, wo war das jetzt mit der Stufe? Und es ist rottenschwer, das ist kacke. Das ist einfach kacke. Wo waren die Spielstufeneinstellungen noch? Allgemeinsteuerung. Schwierigkeitsgrad. Einfach. Es ist einfach. Ne? Es ist einfach einfach und es geht nicht. Und es ist rottenschwer. Ich habe da keinen Bock. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann weiterspiele, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Das ist mir einfach zu blöd. Also. Ciao, vielleicht ein anderes Mal demnächst, keine Ahnung. Oder wir spielen ein anderes Schwarze Auge, was dann sich auch inhaltlich mehr um das Schwarze Auge kümmert, als nur um das Hacken, Herumhacken, Kämpfen. Oh, das geht mir so auf den Sack. Das ist nicht meine Welt, tut mir leid. Also, ne? Zwischendurch, dass man Kämpfe und so ist, muss ja sein, das muss ja spannend sein. Aber es geht die ganze Zeit jetzt schon so, dass man eigentlich nur am Rumhacken ist und das ist, weiß nicht, das ist eigentlich nicht DSA. DSA ist viel herausfinden, viel mit Interaktion mit Menschen und Wesen, was auch immer. Aber hier ist das die ganze Zeit nur Rumgehacke. Die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, sind das schon, glaube ich, die letzten 10 Folgen sind wir nur am Rumhacken gewesen. Also so richtig Story kommt da nicht mehr so wirklich rüber. Ja, schade. Hätte mehr werden können. Ist nicht mein Fall. Anfang war es interessant. Ne? War dann auch wirklich, hab ich das Gefühl gehabt, mehr Story als Rumgehacke. Ja. Und wenn ich das auf leicht stelle, dann möchte ich das auch leicht haben, Leute. Also, das ist einfach, wie ihr seht, ich bin nur am Rumrollen, alles Mögliche anwenden, was meine Charakter so kann. Und das hat eigentlich fast null Wirkung. Also, den letzten großen Kampf habe ich nur gewonnen durch Bug-Using letztendlich. Ja, weil die KI zu dumm war, um ein Bauwerk zu laufen. Also, nee. Das auch noch. Die KI ist auch noch schon stumm, aber sau schwer. Wenn sie einen erwischt, dann holt sie richtig Schaden runter und. Ah. Nein. Nee, danke. Ich habe keine Lust mehr erstmal. Ich tue das Spiel erstmal ins Regal warten und wer viel Spaß an Hacken und Kämpfen hat und wahrscheinlich auch richtig skillt und so, kommt er wahrscheinlich auch besser voran. Spielen sollte man das Spiel auf jeden Fall. Also ich denke mal. Ganz scheiße ist es ja nicht. Hat mich ja sehr unterhalten, zumindest zum Anfang. Aber jetzt hier, wo es dann glaube ich schon Richtung Finale geht, glaube ich, weiß ich nicht, wie weit ich gekommen bin. Vielleicht habe ich auch gerade erst die Hälfte oder gerade den Anfang des Spiels erreicht. Keine Ahnung. Aber das ist, ja, bin ich auch einfach zu unfähig für solche Spiele. Vielleicht sollte ich einfach nur weiter Tetris spielen, Tic-Tac-Toe oder so. Das kriege ich gerade so hin und selbst da verkacke ich, glaube ich. Ja, nee, also, Dominikum. Ich weiß es nicht, ich habe zu viele Rollenspiele schon angefangen und nicht zu Ende gespielt. Ich überlege es, ob es noch online steht. Ich habe zuerst alle Folgen hochgeladen, aber noch nicht freigeschaltet. Wenn das dann soweit ist, wenn ich das dann tue und ihr jetzt an dieser Stelle angekommen seid, entschuldigt, dass ich das wieder mal nicht zu Ende bringe. Ich habe gedacht, das wäre jetzt mal ein Rollenspiel, was ich zu Ende bringen könnte. Weil das erst einen guten Erzählerfluss hatte. Also, ja, die Kampfanlagen waren anfangs noch auf normale Stufe total schaffbar. Ne? Wenn ich jetzt vorstelle, dass ich jetzt auf leicht kaum gegen die Gegner ankomme und das dann auf normal versuchen würde, da würde ich dann. Oh. Ja, aber wie gesagt, mein Frustfaktor ist jetzt schon auf 2000%. Also. Schade. Hätte mehr werden können. Aber auf so einen kleinen YouTuber wie mich würde keiner hören. Gegenteil, wenn sie wahrscheinlich noch Sanktionen aufproben, die Let's Plays verbieten oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ein größerer YouTuber schon mal angespielt hat. Keine Ahnung, ich habe mich nicht gesucht in YouTube. Vielleicht tue ich das nochmal und guck mal, wie die das vielleicht gemacht haben. Keine Ahnung. Da weiß ich nicht, ob ich dazu Zeit habe. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Das ist einfach für einen Normalsterblichen, der ganz normal arbeiten gehen muss und eben keine Millionen durch YouTube verdient. Das tut auch keiner. Gut.
lasst mir trotzdem Daumen hoch, wäre nett. Und abonniert mich, wenn ihr dann zu anderen Spielen Einblicke kriegen wollt, weil ganz ehrlich, ich habe bisher noch kein Rollenspiel zu Ende gespielt. Tut mir ja leid. Es kam immer was dazwischen. Entweder war meine Festplatte abgerotzt oder wie gesagt, es sind solche Situationen, wo ich immer an derselben Stelle hänge und nicht weiterkomme. Das bin da sehr schnell frustriert und ich habe einfach zu wenig Zeit für sowas. Ja. Hätte ich jetzt, würde ich dann nur, sag mal, 6 Stunden Schulunterricht und danach ein bisschen Hausaufgaben fertig. Weiß nicht, macht man das ja schon, schafft man das schon in der Schule. Und dann Zeit zum Zocken, dann wäre es was anderes. Ja, also, naja, aber habe ich nicht. Ich muss arbeiten, ich muss auch noch zu Hause was tun. Und ich habe noch andere Projekte. Ich habe ja noch ein bisschen andere Hobbys. Ich habe hier Videokamera, damit filme ich viel. Ja, so um die Familie herum, um den Verein und Gesangsgruppen. Und es muss ja auch irgendwie mal geschnitten werden und ja, im richtigen Ton und Licht geschoben werden. Tja, da bleibt keine Zeit für sowas hier. Und jedenfalls, ja, nicht für dieses stundenlange Rumgehecke und immer wieder und immer nochmal. Und ich finde, die hätten da auch wirklich einen Speicherpunkt machen können, als dann eben halt seine, als er seine Wärter da, seine Kollegen da hinterrücks meuchelte, da hätten sie einen Speicherpunkt machen müssen. Echt. Oder auch die Möglichkeit geben müssen, innerhalb des Spiels manuell speichern. Ne? Taste F5, so wie es bei meisten Spielen ist, glaube ich. F5 mal an mich zu erinnern. Vielen Spielen haben F5 die Speicherungspunkt und dann zack, speichern, weitermachen. Weil das ist dann echt kacke. So. Aber die Musik finde ich nicht gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, die Story ja echt, die Anfang, die nimmt einen echt mit und ich hätte auch gern gewusst, wie es jetzt weiterging, aber ja, schade. So, wir gucken mal noch hier im Mitwerk, ne? An dieser Stelle danke, dass ich dieses Spiel trotzdem spielen durfte. My hope is alive.
Nein, will ich nicht verfahren, nein. So, speichern und vorfahren, bei Änderung speichern, natürlich klar. So, alles klar. Okay, ja, die Mitwirkenden habt ihr gesehen, es war eine ganze Reihe an Menschen, die hier daran gearbeitet haben. Und, ja, wie Ihnen das Spiel so weit gefallen hat, also, ja, kauft euch das unbedingt, natürlich. Ich finde, das schwarze Auge selbst an sich muss natürlich gefördert werden, wo es geht. So, also, ja, na gut. Ich bin eben halt nicht so ein geschickter Tastenkombinierer. Wenn das dann zu viele Tasten werden, um einen Kampf zu bestehen, dann habe ich einfach das Nachsehen. Deswegen, ja. Also, macht das nicht abhängig, wie ich das Spiel jetzt gespielt habe, wie eure Einschätzung zum Spiel. Also, klar, grafisch wäre mehr gegangen. Zu dem Jahr, dass das Spiel programmiert wurde, ging auch schon mehr. Story, also jedenfalls einleitend und so, Anfang bis jetzt hierhin ist eigentlich eine geile Story. Also finde ich sehr unterhaltsam und ich hätte auch gern gewusst, wie es weitergeht. Ich werde mal gucken, ob es dazu ein Buch gibt, wie man dann, obwohl es gibt ja wahrscheinlich, müsste es ja verschiedene Enden geben, weil man sich hier entscheiden kann. Oder gibt es das überhaupt gar nicht? Ist das nur Fake? Also die Entscheidungsmöglichkeiten, ist das letztendlich dann doch zu einem immer das gleiche Ende führt, wissen wir, weiß ich nicht, werden wir in diesem Stream nicht herausfinden. Eher dann, ja, ich spiele das selbst und ich gucke mal, ob es dazu ein Buch gibt, dass ich mir einfach mal das Ende erlese. Ja, oder ein Hörbuch, das ist ganz entspannt zum Einschlafen. Müsste ich mal gucken, ob es was gibt. Alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in ein anderes DSA-Projekt. Muss ich mal gucken, weil DSA wird auf jeden Fall eine große Rolle in meinen Let's Plays einnehmen. Zu dem Minecraft und Sims-Reihe und dann zwischendurch auch Strategiespiele. Ich werde nochmal ein Strategiespiel wieder mal anspielen. Ist ja meistens so, dass ich Spiele nur anspiele. Ich spiele sie ja kaum durch. Das ist eben halt diese, ja, ich spiele halt, wie ich gerade, was ich gerade Lust habe. Das Einzige, was ich dauerhaft spiele, ist halt Minecraft. Aber gut, das wollen wir ja nicht
Da wollen wir nicht weiter drauf eingehen, weil das ist ja unser DSA-Runde und das da wollen wir die anderen Sachen nicht so sehr im Vordergrund tun. Also, es ist noch mehr DSA geplant und mal gucken, was das dann wird. Ich hoffe, es ist dann weniger Kampf oder es wird wieder ein ganz normales analoges Spiel mit Zettel, Würfel und Stift und ja, ihr kriegt dann halt eine Voice-Aufzeichnung mit ein paar Bilderchen vorgesetzt oder eben ja, ich mache eine Kamera an. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Oder vielleicht werde ich das auch als Livestream wagen. Aber bei dieser kleinen Community, die ich jetzt nur habe, die meine Videos gucken, vielleicht auch eher zufällig, sind es gar nicht immer dieselben. Macht das vielleicht noch gar keinen Sinn? Weiß ich nicht. Ich habe dazu noch nichts in den Kommentaren gelesen. Daher, ja. Und daher weiß ich nicht, ob das Sinn macht, einen Livestream zu machen. Vielleicht einen Livestream gucken, was, aber nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Gucken, wer da einsteigt, also mit zuguckt und dann entscheiden. Man kann das ja dann zusätzlich, ich werde es ja dann zusätzlich aufnehmen. Aber man kann das, glaube ich, auch über Twitch direkt auf YouTube. Weiß ich gar nicht. Muss ich gucken. Muss ich auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Hab noch nicht die Zeit dafür gehabt. Alles klar. Okay, habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Und ja, den Zwölfe zu Gruße, ne? Habt euch wohl. Ciao.